Der EV in der Schweiz ist zweifellos einer der besten weltweit. Aber es ist vielleicht auch einer der teuersten. Sicher? Es geht auch anders. Schau mal! Eine Tageskarte mit einem Halbtag-Abo kostet 75 Franken. Ohne Halbtag sogar 150. Ja, du hast richtig gehört. 150! Wenn du aber flexibel bist, sogar ein Halbtags-Abo hast und deinen Tagesausflug frühzeitig planen kannst, dann geht es auch günstiger. Viel günstiger, sogar nämlich für 29 Franken. Ich wollte einmal wissen, woher mein Lieblingskäse kommt, der Gruyère. Dafür benutzten wir eine Spartageskarte, die wir schon lange im Voraus für 29 Franken gekauft hatten. Damit haben wir am Morgen um 6 Uhr den Bus 995 zum Bahnhof Jona genommen. Danach ging mit der S15 weiter nach Zürich und von dort im Intercity IC1 nach Fribourg. In Fribourg oder auf Deutsch Freiburg stiegen wir um auf die Montreux-Oberlandbahn nach Bulle und Gruyères. In Gruyères hätten wir das Giger-Museum besuchen können, das Schloss oder die Schaukasserei. Das ist zwar vor Motttafeln hier, gell? Ja, schau sie an. Aber wir wollten zügig weiter und das Kurzschiff von Thun nach Interlaken nehmen zu können. An Bord gab es ein Spieri-Plattli und ein Glas Wein oder zwei. Ah, da rechts unten, man sieht es gar nicht, das wohne ich und das ist eigentlich so eine ganze Siedlung. Und
jeder hat Untergarten und alles grün, was da vorne raus gehört, alles für die ganze Siedlung und da kann jeder genießen, es ist unbebaubar, so. Das ist ganz schön zum Wohnen. Von Hinterlaken auf fuhren wir immer zusammen mit Elsbeth und den Tio Pepe über den Brünig nach Luzern. Von Luzern auf reisten Sepp und Elsbeth allein. Die kommen da zurück nach Goyensee und wir über Talwil und Pfäffikon wieder nach Rapperswil, von wo auch der Bus uns wieder an den Hummelberg brachte. So hatten wir eine Tour de Suisse mit Bus, Bahn und Schild für gerade einmal 29 Franken. Cool, nicht wahr?